Zack, da sind wir schon wieder einen Tag rum. Wäre das nicht schön, wenn die Arbeitszeit so vergeht wie hier im Video? Also zack, arbeiten rum. Man kann endlich hier weitermachen. Also ich will es lieben, weil ich liebe es einfach hier. Ich habe das Kabel mit drüber gebracht. Ich benutze hier übrigens 3x15. Ein grau, normales Kabel für drinnen. Habe ich beim Baustoffhändler geholt. Preis kann ich euch gar nicht sagen, was sowas kostet. Auf jeden Fall, davon müssen wir jetzt erstmal noch ein Stück hier rüberziehen. Dann kann man das hier, wenn hier die Tapete schon mal weg ist, dann schon fertig zumachen. Und ich hatte schon Angst, dass ich das vergesse hier mit dem Kabel. Deswegen mache ich das jetzt, dass es gemacht ist und nicht vergessen werden kann. Dazu schneide ich mir jetzt hier wieder mein Kabel, isoliere das ab. Und dann mache ich dann direkt hier vorne, wenn ich es durchgesteckt habe, eine Vago-Klemme drauf, damit ich dann, wenn ich das anschließe, auf der anderen Seite sicher sein kann, dass ich da nicht dagegen komme, beziehungsweise dass, wenn ich dagegen komme, ich keine Gewicht bekomme. Hier ist unser Loch, dann ist er durch. Dann schaue ich mal, wie weit ich auf der anderen Seite rausgucken muss. Ja, das ist schon mehr als genug. Dann kann man das hier wieder einfach abschneiden. Zack! Und wieder abisolieren. Dann kann ich auch direkt hier hinnageln. Vago-Klemme auf der anderen Seite ist dran. Jetzt kann ich das hier einfach noch mit anschließen. Der war gut. In der Vago-Klemme hier steckt Bauschutt. Aber es funktioniert. Und jetzt war es wirklich wichtig, dass ich die 5er Vago-Klemmen genommen habe, weil jetzt sind auch alle 5 Slots belegt. Kabelschellen drauf machen und dann geht's im Bad weiter. Jetzt klebe ich noch schnell die Dose hier ein, bevor ich ins Bad gehe. Diesmal habe ich auch das richtige Gefäß zum Anrühren von dem Stuckgips mitgebracht. Aber vielleicht noch nicht das richtige Mischungsverhältnis. Das wird ja recht schnell hart, ne? So ist ja nicht, aber das ist tatsächlich zu flüssig. So ist besser. Rein damit. Eine Sache, die echt wichtig ist, ist, dass ihr die immer ganz rein macht. Wenn die nicht ganz drin sind, dann steht euch das vorne raus und damit werdet ihr echt nicht glücklich. Kann ich aus Erfahrung erzählen. Was mir so ein bisschen hilft, ist, noch was dazu stecken. Mache ich jetzt aber nicht. Mit dem Rest hier gehe ich jetzt nochmal hier oben hin und schmiere das hier schon mal hier rein. Naja, übrigens, das ist halt hier so eine Foot. Also das Ding heißt Foot. Also dieses Plastikteil hier, ne, wo ich drin rühre, das ist eine Foot. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle krass gelacht wegen des Wortes. So, schöner wird's nicht. Wieder was geschafft. Ach, ist immer schön, wenn man Sachen für Sachen abhaken kann. Da wir ja sowieso gerade hier am Strom machen waren, da drüben, machen wir aber direkt hier auch Strom. Und zwar, was hier passieren soll, ist, dass hier 2 Steckdosen hin sollen und hier ein Schalter. Und Schalter soll für eine Lampe, die hier hinkommt, sein. Also wir haben den Waschtisch hervorgegeben, wo der sein soll. Von hier bis hier. Ich überlege gerade, ob wir den vielleicht noch ein bisschen nach rechts schieben sollten, aber geht ja gar nicht. Weil es ist schon nah hier, also... Ja, aber es ist in Ordnung. Ist halt auch ein kleines Bad, muss man dazu sagen, ne? Ja, genau. So machen wir's. Und auf welche Höhe machen wir den Spaß? Wo ich mir mal da drüben ein Maß? Auf 1,15 Meter. Ja, ist gut, ist mitten im Stein. Außerdem fällt mir gerade ein, dass ich ja da oben noch so einen Ventilator einbauen will eigentlich. An der Stelle, Joel, solltest du dieses Grillengeräusch reinschneiden, wie ich überlege. Gut, weißt du Bescheid. Da muss ich mich nochmal schlau machen, weil ich eigentlich entweder gerne hätte, dass er angeht, wenn das Licht angeht und dann auch ausgeht oder 5 Minuten länger läuft oder so. Da weiß ich nicht genau, weil der braucht ja dann extra Strom und kriegt ja quasi nur durch den Lichtschalter, kriegt er ja den Impuls, dass er angehen soll und dann geht der Strom weg mit dem Impuls und dann soll er länger nachlaufen. Da braucht er trotzdem Strom zum Laufen. Deswegen muss ich mir mal eine Schaltung angucken. Das ist bestimmt mit einem Relais irgendwie. Ja, schwierig. Aber gut, dieses Kabel hier soll weg. Und ich denke, hier fürs Bad mache ich generell neue Kabel, weil der Stromkasten direkt hier hinter sitzt. Deswegen habe ich das eine Kabel auch da oben in die Ecke gelegt. Und ja, Lichtschalterkabel könnte man lassen, aber Steckdose würde ich wahrscheinlich wegmachen. Lichtschalterkabel kann ich einfach von hier in die Decke hochlegen oder hier vorne schon und da an einer Decke festmachen. Meine wird hier in die Decke abgehängt. Und diese Kabel, die sind nicht brüchig oder so, oder auch die Isolierung ist nicht brüchig, also ist alles gut dabei. Deswegen lasse ich die auch drinnen, denke ich mal, hier hinten und gehe dann hier hinten einfach hoch. Mit der Schiene zusammen. Ja, finde ich eine gute Idee. Naja, wie auch immer, viel Gelaber. Hier muss Lichtschalter hin. Wie gesagt, 1,15 Meter, da mache ich mir einen Strich, dann gehe ich mit der Wasserwaage her. Man muss ja auch bedenken, dass hier auch noch Fliesen und Kleber drauf kommt. Das heißt, wir kommen eh ein bisschen höher, dann ist es halt bei 1,13 Meter oder so. Finde ich aber auch in Ordnung. Ist jetzt nicht die Welt, meiner Meinung nach. Oh, ist doch schön. Hier kann ich jetzt einfach meine Schablone wieder ansetzen, wenn ich jetzt noch das Maß festgelegt habe. Und dann kann ich mit meiner Schablone wieder hier
Einfach die zwei anzeichnen. Das muss übrigens alles passieren, bevor man hier spachtelt. Deswegen mache ich das jetzt erst, danach kann man die Schienen setzen. Vielleicht kann man sogar heute trotzdem noch Schienen setzen, mal gucken. Ich will jetzt die Steckdosen jeweils außerhalb von dem Waschbecken sitzen, einfach wegen Spritzschutz. Deswegen muss bei einem 80 cm breiten Waschbecken aus der Mitte gemessen mein erster irgendwie bei 50 sitzen. Es gibt da bestimmt auch irgendwelche Vorgaben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe da jetzt natürlich nicht nach irgendeiner DIN-Norm geguckt. Außerdem sehe ich gerade, dass das hier ziemlich scheiße ist, weil hierher meine Schiene hinkommt. Aber dann muss ich meine Schiene halt noch ein bisschen zur Seite versetzen. Bisschen mehr Bauschutt, kein Problem, ich muss hier oben sowieso noch stellen. So sieht gut aus. Zeichne ich mir das hier an. Und ich brauche nur eins anzeichnen, weil ich ja dann hier gleich einfach meine Schablone wieder hinhalten kann, die ich gedruckt habe. Und dann kann ich damit die andere Seite anzeichnen. Jetzt gehe ich hier aber auch wieder her und messe hier auch wieder 50 zur Seite. Gehe auch hier wieder mit der Wasserwaage dran, dann nehme ich die kleine. Das ist einfacher zu handeln. Also hier soll ein Schalter hin und da zwei Steckdosen. Das kommt auch hin, dann kann man hier einen Föhn und vielleicht irgendwie Föhn, Glätteisen, Zahnbürste oder so. Und vielleicht lasse ich sogar noch ein Kabel aus der Decke raushängen mit Dauerstrom einfach. Also was heißt aus der Decke, sondern hier hinter, wo auch der Kabelanschluss rauskommt. Weil dann kann man nämlich, wenn man sich einen Schrank kaufen sollte, der auch nochmal eine Steckdose oder so drin hat, dann kann man den auch noch da anschließen. Das sind alles Sachen, die muss man jetzt halt vorher betrachten. Und dann macht man es und dann ist gut. Ich habe hier diese Bosch-Geräte mit diesen 18 Volt Bosch-Akkus. Und hier dieser 6 Ampere Akku. Ich denke, der war einfach zu kalt in der Garage. Auf jeden Fall lade ich den jetzt und dann läuft der irgendwie 3 bis 10 Minuten und dann ist er wieder leer. Also jemand eine Idee, wie man die reparieren kann, was ich da für Batterien bestellen muss und die mit wie ich die da reinkriege. Ich habe mal gehört, man braucht da so ein Punktschweißgerät für, so ein kleines extra. Vielleicht macht es ja sogar Sinn. Dann könnt ihr einfach kaputte kaufen, reparieren und dann habe ich wieder mehr. Weil eigentlich braucht man immer eine richtig fette Akkuflotte. Und ich habe zwar 4 Akkus, aber irgendwie fehlen mir trotzdem immer welche. Manchmal muss man noch mal ein Stück rausstemmen, bevor man weiterbohren kann, weil der Schneidkopf nicht tief genug geht. Außerdem ist immer wichtig, dass ihr alles bis hinten hinweg stemmt, weil sonst geht das auch nicht ganz rein. Habt ihr das Problem, von dem ich vorhin erzählt habe? Allerdings fällt mir gerade auf, dass ich hier gar nicht so tief rein muss, weil ich ja hier noch Putz drauf bekomme. Also dann reicht es sogar so, wie ich das hier habe. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht sogar doch jetzt die beiden äußeren Schienen dann zuerst setze. Dann kann ich nämlich anhand der Wasserwaage meine Dosen weit genug, also genau perfekt tief reinlassen. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich schon, oder? Also ich mache mir ein Maß auf beiden Seiten, gleich mit der Wasserwaage auf diese beiden Schienen meine Dosen genau perfekt reindrücken, sodass sie am Ende auf der richtigen Position sitzen. Ich glaube, das mache ich. Jetzt habe ich gerade an dem Kabel gezogen, das habe ich doch mal durchgeschnitten. Deswegen ist jetzt hier mein Lichtweg ausgegangen. Ah, oder Sicherung raus. Sicherung raus. Sicherung doch nicht raus. Die Lampe ist ausgegangen. Nicht die hier, die war ja gar nicht an. Ich habe jetzt hier oben gerade die Kabel getrennt. Das hier kann ich jetzt einfach abschneiden, weil das hier ist jetzt das alte, das brauche ich nicht mehr. Ich könnte es jetzt auch komplett rausholen. Ja, mache ich auch. Komm. Alles im T-Shirt. Beste. Naja, also ihr seht, der Putz ist recht stabil, also auf den kann ich wirklich mal drauf putzen. Ja. Das war wohl auch das letzte Mal für diese Steckdose, die benutzt wurde. Macht schon einen Unterschied hier, ob ich hier reinrede mit Lampe an oder ob ich hier kein richtiges Licht habe. Ich glaube, das macht auch in der Videoqualität viel aus, oder? Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr mir einfach mal Feedback gebt, wie ihr die Videos findet. Und was euch am besten gefällt, ob ihr irgendwas mehr oder weniger sehen wollt. Irgendwie so draußen. Dann kann man hier das einfach schön zuschmieren und dann beim Verputzen zumachen oder vorher eigentlich. Jetzt mache ich hier oben noch ein Loch für das, was ich eben erzählt habe, dass man da oben noch dann Strom hat. Und außerdem muss ich ja hier hochschlitzen dann. Also hier kann ich aber auch Putz machen, weil hier drauf geputzt wird, aber hier muss ich ja nochmal schlitzen. Der Akku auch schon wieder leer ist, muss ich wieder einen Akku holen gehen, weil jetzt der andere Ladegerät ist, der 4 Minuten hält und der eh leer ist. Zeichne ich mir jetzt einmal die Mittellinie an. Die habe ich ja hier unten markiert. Anhand dieser Linie habe ich ja auch schon hier unsere Wasseranschlüsse gesetzt. Das heißt, die nehme ich mir hier jetzt wieder an. Und dann setze ich das hier oben schön hin. Höhe ist jetzt eigentlich erstmal egal, weil wenn man so einen Schrank hat, der hat hinten immer so ein bisschen Abstand, da kann man auch ein Kabel langlegen. Wenn man einen Spiegel hat, genau das gleiche. Vielleicht sollte ich es vielleicht sogar ein Stück tiefer setzen. Dass wenn man nur einen Spiegel hat, man dann nicht die Dose sieht, dass es dann hinterm Spiegel ist. Deswegen mach ich mal weiter unten. Die Tür hänge ich jetzt mal aus. Die ist mir nämlich geisteskrank gewebt. Und dann wird es nämlich auch nicht so dreckig. So, schon wesentlich mehr Platz hier drin. Geil wäre es, wenn hier keine Tür wäre. Dann wäre noch viel mehr Platz hier. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie sich diese Wand hier überhaupt verhält. Die ist sogar fast im Lot. Ich muss unten nur ein bisschen weiter raus. Das heißt aber, weil ich hier oben nicht auf Null auftragen kann, muss ich oben auch ein Stückchen raus. Das heißt, dass hier leider schon wieder ein bisschen mehr drauf kommt. Aber ich weiß ja jetzt, in mehreren Schritten auftragen. Kann ja eigentlich nur besser werden. Kann es wirklich. Also schlechter kann es nicht werden. Ich gucke nochmal so. So.
ist es nämlich auch ein bisschen krumm. Jedenfalls noch da. Auch ein Grund mehr, noch ein bisschen mehr aufzutragen, dass wir dann hier eine schöne gerade Fläche kriegen für die Fliesen überall. Heute ist das ja sowieso nochmal anders als früher. Ich meine, früher hatten alle immer diese kleinen Fliesen, wie sie hier halt auch waren. Da fällt es nicht so auf, wenn eine Wand rund ist. Aber sobald du halt irgendwie eine Fliese hast, die irgendwie 60 oder einen Meter lang ist, dann ist das schon mal wieder wichtiger. Ich meine, 60er geht vielleicht auch noch, je nach Rundung. Aber so länger die Fliese, desto gerade muss die Wand sein. Leider. Dann habe ich gerade nochmal scharf nachgedacht. Und es macht gar keinen Sinn, hier oben auseinander zu gehen, weil dann sind hier überall Kabel, wenn man einen Spiegel oder irgendwas in die Wand hängen will. Dann sind hier überall Kabel, muss immer gucken, mein Board. Aber da ich ja jetzt hier eine Dose habe, gehe ich aber mit dem Kabel hier runter, hier rüber, habe hier Strom, da Strom, da Strom und gehe mit meinem Schalter hier rüber. Das heißt, ich muss hier nur zwei Kabel so legen und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass hier ein Wandauslass hinkommt, aber dass es bei uns dann Wandauslass hinkommt und hier kommt ein ganz normaler Wasserhahn. Deswegen kann ich einfach die Kabel hier langlegen. Top, oder? Wesentlich einfacher. Und ein anderer Vorteil ist ja jetzt, dass ich nur hier diese eine Schiene habe. Das heißt, ich mache jetzt einfach, ich bereite dieses eine Kabel vor hier und dann kann ich auf dieses eine Kabel kann ich meine Schiene kleben und dann muss ich hier nicht mehr dran. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich da nicht mehr dran muss. Also wieder Kabel schnappen hier. Dann hier reinlegen. Lasse ich jetzt wieder ein bisschen länger erstmal. Kabelstelle mache ich jetzt nicht unmittelbar unter das Loch, weil wenn ich das machen würde, dann hätte ich unter Umständen Probleme, die Dose reinzusetzen. Wegen des Biegeradiuses. Wegen des Biegeradiuses. Ach, schön. Wenn es nach meinen Verputzskills geht, sollte ich wahrscheinlich überall Kabel hinmachen, damit der Putz das hat, wo es halten kann. Schneide ich es ab und mache auf der anderen Seite noch eine Schelle hin, damit das Kabel erstmal in der richtigen Richtung ist. Damit, wenn ich jetzt die Schiene hier hinmache, dass es dann nicht irgendwie hier runterhängt blöd und ich krieg's ja nicht mehr hin und muss dann an der Schiene nochmal was rummachen. Deswegen einfach hier eine Schelle mehr hin, die kann ja noch später da bleiben. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal in die Richtung hier. Dann wollen wir wieder Putzleisten setzen. Mein Werkzeug habe ich sauber gemacht. Da kommt jetzt wieder Wasser ins Spiel. Und dann wieder unser Kalkzementputz. Irgendwo hier, ja hier, ist auch der Akkuschrauber. Wenn ich das kurz anziehe, dann können wir schon die erste Leiste setzen. Auf der Wand haben wir jetzt drei Leisten, damit man immer schön abziehen kann. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine richtig lange Abziehlatte, damit ich mit den beiden äußeren Latten die innere abziehen kann oder also anpressen kann. Aber mein Richtscheit, was ja hier in der Ecke steht, ist natürlich nicht so lang. Das heißt, um die mittlere zu setzen, muss ich mir dann irgendwie was bauen. Aus der Wasserwaage und dem Richtscheit vielleicht. Muss ich mir dann noch überlegen, was ich da baue. Aber diesen langen Richtscheit brauche ich ja dann auch, um meine Steckdosen reinzusetzen. Also vielleicht kann ich das irgendwie mit einer Schraubzwinge oder so zusammenzwingen, dass wir das nicht verrutscht, sondern dass ich eine lange habe. Kriegen wir schon irgendwie hin. Werde ja nicht ohne Grund MacGyver genannt. Dann wollen wir das Ganze mal aufbringen hier, mal wieder. Ich habe mir natürlich viel zu wenig angerührt. War ja klar, oder? Es ist noch nichts auf der Wand, aber es ist schon was auf dem Boden. So was hasse ich ja, ne? Ich muss es mal vornässen. Dass es auch mal ein bisschen hält hier, der Spaß. Okay, dass ich mir so wenig angerührt habe, habe ich jetzt nicht gedacht. Hier sieht man mal, wie krass diese Wand saugt. Also, ich habe es ja gerade nass gemacht, es ist nicht mehr sichtbar. Schnell Putzschiene haben wir auch wieder hier. Und vielleicht haben wir Glück und es wird heute besser. Aber es fängt schon mal gut an, weil ich habe nämlich da unten, wo die Schiene hin soll, gar keinen Putz. Hier habe ich so gedacht, jetzt hast du bestimmt viel zu viel Putz angerührt. Aber es steht etwas leer. Einen halben Eimer könnt ihr euch da auf jeden Fall anrühren. Wasser wach. Ein ganzes Stück rein. Sauber streichen, dass man dann später nicht hier mit der Latte dran hängen bleibt. Ja, hier ist jetzt ein kleines bisschen nicht richtig aufgelegt, aber das wird funktionieren. Ich habe da noch nicht das richtige Mischungsverhältnis für mich gefunden, also es ist voll der Akt. Ich war jetzt bestimmt wieder 10 Minuten an dieser einen Schiene. Jetzt kann ich da drüben die setzen. Geht bestimmt viel schneller. Sonst hatte ich mir gerade noch mal neuen Putz angerührt und habe mir jetzt hier so lange mal, während er hier ein bisschen anzieht, zwei Schraubzwingen geholt. Und ich denke, damit kann ich die Wasserwaage und den Richtscheit zusammen machen und habe eine lange Abziehlatte quasi. Klingt logisch, oder? So machen wir das. Jetzt mache ich hier Putz drauf. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Fehler ist, dass der Putz zu flüssig ist, den ich mir hier anrühre. Und deswegen geht es nicht gut. Ich denke, das ist der Fehler. Aber dann mache ich mir einfach noch ein bisschen mehr Putz rein. Und ein erneuter Versuch. Hoffentlich diesmal mit mehr Glück, beziehungsweise mehr Skill. Passt so. Das war wirklich besser diesmal. Tatsächlich gerade geworden. Ist doch mal was. Ging ja total leicht. Also noch die mittlere setzen oder irgendwie Dosen mache ich jetzt nicht mehr. Also nehme ich immer wieder spät. Und ja, muss ja schon wieder um 5 aufstehen, wie immer. Ich mache jetzt hier noch die Wasserwaage sauber und dann morgen weiß ich auch noch nicht, zu was ich da komme und zu wie viel. Denn es ist mal wieder Reifenwechsel angesagt. Muss ja auch immer gemacht werden. Aber je nachdem filme ich natürlich, wenn ich was mache. Ich würde natürlich gerne hier ein bisschen was machen, aber ich weiß noch nicht genau, ob und wie das zeitlich was wird. Ich habe jetzt meinen Rest, den ich noch hatte, vorne in die Kabel, das was wir da verlegt hatten und gestern, reingemacht. Und deswegen melde ich mich jetzt für heute erstmal ab. Kleines Status-Update von heute. Die Dinge sehen doch richtig gut aus. Viel besser, als ich erwartet hätte.
Ich habe die jetzt nochmal nachgenässt, weil hier schon Risse entstanden sind und ist auf jeden Fall besser und hat eine höhere Festigkeit am Ende. Und ich habe jemanden auf Kleinanzeigen gefunden, der die Couch nimmt. Die hätte ich nämlich jetzt bald auf Müll gefahren, weil die ist einfach im Weg. Und ich muss hier einfach den Boden frei bekommen. Aber die können sie nicht abholen. Die wohnen aber nur hier irgendwie 5 Kilometer weit entfernt. Das heißt, ich kann da die Couch hinbringen und die werde ich jetzt gleich mit einem Kumpel, mit dem ich die Reifen wechsle, in den Hänger laden und dann kann ich die morgen zu den fahren und dann ist die auch weg. Wieder was geschafft. Und ich habe die jetzt schon mal freigeräumt hier. Ach, und die ist sogar auf Rollen. Ich meine, wie geil ist das denn? Okay, die ist auch nicht auf Rollen. Das hat sich nur so angefühlt, weil das hier auf dem Teppich gerutscht ist. Aber ist nicht auf Rollen. Aber es lässt sich trotzdem gut hier bewegen. Den Teppich hier nimmt der Typ auch. Riesig geil. Werde ich alles los? Mega. Komm, das wäre doch so geil. Jetzt passen wir hier. Ja, okay. Doch zu zweit machen. Wenn ich gewusst, dass ich ins Fernsehen komme, hätte ich mich schön angezogen. Ist doch schön. Und die Hose. Quasi eine Anzugshose. Das ist meine Arbeitshose. Anzugshose, sag ich doch. Also ist der Falk und der ist auch dabei. Ja, guck mal, Falk. Was ist mit dem Licht? Ich bin auch aus dem Mode-YouTuber. Oder nicht? Du bist jetzt eigentlich nur, kriegen wir das da richtig schon mal ein bisschen gegeben. Ist schwer. Ja, ist aus den 70ern. Haben wir damals keine Lautkaufen. Nice, guck mal, wie viel Platz hier ist. Oh. Naja, das war ein Fuß. Ja, ein Fuß abgerissen, aber ich komm mit in den Hänger. Bam, schon wieder Freitag. Beste. Ja, ich bin leider todmüde. Ich denke, man sieht das an meinen Augenringen, die bis zum Boden gehen. Aber hilft dir alles nichts. Wollen wir weiterkommen. Dosen setzen. Und zwar werden wir dies hier mitmachen. Das habe ich eben gerade gebaut. Und zwar habe ich wirklich, wie ich schon gesagt habe, die Wasserwaage hier dran gemacht, einfach mit Schraubzwingen. Und ich hatte jetzt eben kurz überlegt, eine längere zu kaufen, also einen längeren Richtscheit. Aber es macht keinen Sinn, weil ich brauche das ja wirklich nur, um die mittlere zu setzen. In dem Moment, wo die mittlere gesetzt, reicht ja wieder die ich habe. Deswegen würde jetzt keinen Sinn machen, nur zum Setzen eine längere zu kaufen. Ich ziehe das sowieso nicht als eins ab, bei meinen Skills. Deswegen habe ich mir das jetzt so gebaut. Jetzt kann ich hiermit einfach hergehen und die Dosen hier auf die richtige Tiefe setzen. Da hinten muss übrigens ziemlich viel Material drauf. Hier in der Mitte ist echt okay und da hinten auch. Aber die Wand biegt tatsächlich durch. Naja, also erstmal werde ich jetzt wieder die Dosen vorbereiten, die da reinkommen. Dann müssen wir hier noch so eine Ecke wegstellen, damit der Kabel wird nie müde. Der Kabel schläft nie ein. Der Kabel ist immer vor dem Chef im Geschäft und transportiert elektrische Ladung schweißfrei. Der Kabel, damit das Kabel einen schönen Einlauf hat in die Dose. Und das gleiche hier und das gleiche hier. Und dann kann man hier diese Schiene setzen. Ach, weiter Weg bis zu der Schiene. Naja, und los. Ich dachte so, ich habe noch voll viele Dosen übrig. Jetzt habe ich gerade reingeguckt, jetzt habe ich noch 5 Stück. Die sind ja fast leer hier. Ich habe jetzt hier 4 Stück. Und das war's dann mit Dosen. Also muss ich wohl mal wieder Dosen holen, weil da fallen schon noch ein paar an hier. Gerade in der Küche. Die Zweier, die bereite ich jetzt wieder vor. Hier. Braucht ihr jetzt nicht sehen, habe ich dir das letzte Mal gezeigt. Ich habe eben übrigens die Couch weggebracht. Die Leute haben sich brutal gefreut, haben mir so ein Merci gegeben. Und mit so einer richtig geilen Verpackung. Stand Danke drauf. Echt, echt cool. Also die haben sich sehr gefreut. Und es ist nicht nur, dass sie eine Party machen, sondern die richten auch so einen alten Bauwagen ein für ihren Garten. Und der soll dann quasi ein 70er-Jahre-Museum sein, weil die so krass auf die 70er stehen, beiden. Und es war wirklich kein Akt für mich, da hinzufahren. Und die haben sich so gefreut. Also echt cool. Richtig nice. Jetzt war wieder die Ecke wieder passend. Da kommt wieder die Stellmaschine. Ja, das muss ja irgendwie so hier rein. So schätze ich mal. Können wir schon mal anlegen hier. Ja, dann reicht das nämlich so schon. Da muss ich gar nicht tief reinstemmen. So, mach einfach hier ein Loch, kommt hier raus. Und das hier rein. Aber ich denke, ich werde es noch abisolieren, weil ihr seht hier, wie hart sich das verkantet. Das ist nicht gut. Deswegen mache ich da einfach die Adern auf und dann ist es viel einfacher, das zu setzen. Gleich mache ich jetzt hier oben auch. Das hier hat übrigens auch ganz gut ausgehärtet. Jetzt bereite ich noch die anderen beiden Dosen vor und dann kann ich hier wieder meinen Gips anrühren. Jetzt gehe ich schon wieder auf Zeit hier. Ich mache das hier natürlich ein bisschen dünner an, absichtlich. In meiner Foot knalle ich mir das hier richtig voll. Sowohl oben als auch unten. Nummer 1, 2, die kann ich eigentlich zusammen reindrücken hier. So. Das war schon mal das. Jetzt muss ich echt eilen. Alter, das zeigt, das wird so schnell hart. Das ist echt übel. So, Richtschalt und rein damit. Ich drücke jetzt hier noch ein bisschen mehr als der Richtschalt, weil ich nämlich gerne hätte, dass sie zwar ziemlich bündig damit sind, aber auch nicht mich hindern beim Abziehen. Das wäre natürlich äußerst behindert, wenn dem so wäre. Und ich glaube, das sieht ganz schlecht aus. Das hier ist schon quasi hart. Neu, was ist denn jetzt? Also das hätte ganz gut geklappt. Muss ich nur noch hier oben den setzen. Der hier muss ein ganzes Stück weiter rein, weil der ja noch hier auf dem anderen Putz ist. La la la. So, da muss ja von oben noch
reingesteckt werden dann später, weil ja mein Zustromkabel muss von oben kommen. Ich glaube tatsächlich, dass ich so gar nicht schlecht bin. Mann, das muss ich fast ganz rein. Das Zeug zieht echt schnell an. Das war jetzt schon hier, ich habe es ja relativ dünn angemischt. Das war jetzt schon gut, dass es hier einen Moment Zeit hatte. Sonst hätte das nämlich Probleme gegeben. Kabel hier wieder reinstecken, nochmal sicher gehen. Und der hier, ja, mit dem habe ich jetzt echt ein bisschen übertrieben mit reinstecken, aber so wird gehen. Jo, könnte schon mal aushärten lassen. Hat jetzt auch wesentlich besser und schneller funktioniert, als ich dachte. Deswegen kann ich jetzt schon anfangen, hier das anzurühren, hier wieder meine Masse. Allerdings ist es das letzte Mal, dass ich das mit dem Akkuschrauber anrühre, weil nämlich Caro bei meiner Familie war, um die zu besuchen, während ich hier war zum Arbeiten. Und ich habe gesagt, aber gehen wir zum Baumarkt dort. Da gibt es nämlich einen Globus Baumarkt und der ist eigentlich mein Lieblingsbaumarkt neben Hornbach. Und die hat da ein Rührwerk gekauft von Primaster, weil wir wollen jetzt keins für 300 Euro. Primaster, da habe ich aber eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht bisher. Deswegen hat sie das gekauft. Ich glaube 89 Euro, weil der Akkuschrauber macht sonst bald eine Grätsche. Also, der hält es nicht mehr durch. Aber deswegen rühre ich das jetzt mit dem Akkuschrauber an hier. Und dann das nächste Mal, wenn ich hier auf Masse wieder anrühren muss, dann habe ich ein Rührwerk. Ein Handrührwerk. Ich habe bei Kleinanzeigen nach einem Rührwerk gesucht. Was kam da? So Rührwerke für Gülle und so, wo man seine Gülle umrühren kann. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde eigentlich gerne nur Putz anrühren. Heute haben wir den Spaß hier jetzt halt mal wesentlich fester angerührt, in der Hoffnung, dass es jetzt mal besser geht. Und theoretisch habe ich ja dann auch aus meinem Fehler gelernt, dass es zu dünnflüssig war. Naja, wir werden sehen. Hier soll meine Leiste hin. Ich denke mal, die wird leicht schräg. Aber nicht so schlimm. Ja, das hat schon eher die Konsistenz, die es bei den Leuten auf YouTube hat. Und ich habe mir heute unten mal den leeren Sack hingelegt, dass ich das nicht einfach immer hier auf dem Boden aufwischen muss. Ist natürlich trotzdem auf dem Boden. Wie soll es anders sein, ja? Vornässen wäre natürlich wieder zu schlau gewesen. Heute nicht dran gedacht. Muss halt nachnässen. Bei mir läuft hier heute geiles Radio-Bollerwagen. Ich bin so gespannt, ob es jetzt besser wird oder nicht. Also rein theoretisch muss ich jetzt nur hier mit meinem langen Richtscheit einmal hier lang gehen und dann ist perfekt. Aber es bleibt wahrscheinlich wirklich bei der Theorie, beim rein theoretischen. Also ich drücke es erstmal so leicht an. Jetzt kommt hier der endlose Richtscheit. Das scheint zu funktionieren. Genius, würde ich sagen. Ja, das Problem ist, dass ich eigentlich mal drehen müsste, weil ich so nicht bis ganz nach unten kann. Das funktioniert wirklich. Wer hätte das gedacht? Also ich denke, dass es mit dem Luxus eines längeren Richtscheits wesentlich einfacher ist. Diesen Luxus habe ich nicht. Deswegen halt so, aber offensichtlich hat es funktioniert. Aber ich glaube, man sollte es tatsächlich, jetzt sage ich genau das Gegenteil, diese Anwendung hier, das ein bisschen dünner anrühren. Also für die andere Anwendung fester und hierfür dünner. Aber egal. Den Rest, den ich da jetzt noch habe, den bringe ich hier jetzt einfach als Haftunterlage mit der Zahnkelle auf. Hier habe ich jetzt eine 6er Zahnkelle. Da mache ich mir den Spaß jetzt einfach drauf. Und hier drauf. Wie gesagt, schön muss nicht sein. Ja, das lasse ich jetzt mal anziehen. Und nachher, bevor ich ins Bett gehe, komme ich da nochmal her und grundiere das einmal einfach mit der Flasche wieder hier. Damit man das dann morgen hoffentlich spachteln kann. Weil die Motivation ist sehr hoch. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Boden weg. Und dann lege ich mich mal unten hin und penne. Weil ich nämlich sonst morgen gar nichts schaffe. Deswegen dann lieber heute ein bisschen weniger. Und dafür morgen wieder richtig. Hier der Boden, der muss halt auf jeden Fall abgeschliffen werden. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Weil hier diese Fasern drin sind. Und diese Fasern, die dürfen nicht sein, wenn ich hier Fußbodenheizung fräse und dann die Nivelliermasse da drauf kippe, beziehungsweise eben diese Schlemme zum Einschlemmen, dann hält es nicht. Und diese Fasern, die kleben hier überall noch auf dem Boden, deswegen müssen die alle weg. Was für ein Kackboden, oder? Das ist echt. Hier sieht man das bestimmt jetzt ganz gut. So richtige, wie so Jutefasern. Also schlafen wirkt Wunder. Eine Stunde oder so genappt auf der Couch, tat richtig gut. Jetzt ist schon relativ spät, 21 Uhr. Wir haben Essen im Ofen, aber ich habe ja gesagt, ich muss die Wand noch grundieren, deswegen mache ich das jetzt schnell. Dazu mache ich jetzt einfach hier, wo ich ja Wasser drin habe. Da mache ich jetzt aber meine Grundierung rein, durchschütteln. Dann trage ich das jetzt einmal hier schon auf der Wand auf und dann ist Feierabend. Einmal hier die Gloria auf Trab bringen. Und dann könnt ihr sehen, wie schön blau das direkt wird hier. Die Grundierung riecht so geil. Man kann das natürlich auch im Quast auftragen. Quast ist so ein Malerpinsel. Aber ich finde, das ist viel geiler hier. Schön den Boden mitgrundieren, damit, wenn was runterfällt, es auch richtig geil festklebt und auf keinen Fall mehr abbekommt. Grundierung ist schön eingezogen, ist jetzt auch staubfrei, also hier. Hand ist sauber. Das hier ist auch alles gut angetrocknet, das hier auch. Also hier kann ich jetzt auf jeden Fall drüber gehen. Und dann wird nämlich heute der zweite Tag des erfolglosen Spachtelns werden. Da oben sind noch so ein paar Winkel, sehe ich gerade. Die hier, also so Haken, da hing ja vorher so ein Schrank. Die muss ich noch wegmachen.
Und dann beginnt diese Sauerei wieder. Außerdem muss ich hier noch diese beiden Kabel bis ganz zur Seite wegmachen. Beziehungsweise ich denke mal, die kommen von hier. Das heißt, ich reiße es bis hier hinweg. Oder ich stemme hier nochmal auf und lege die dann in die Decke. Aber ich habe ja gesagt, ich will das sowieso neu machen. Deswegen reiße ich es einfach nur weg, glaube ich. Und dann kann man hier spachteln. Zunächst wollen wir aber erstmal hier diese Errungenschaft, diese neue Rührwerk zusammenbauen. An sich ist es ja nichts anderes als eine Bohrmaschine, die zum Rühren gedacht ist. Hier ist das eigentliche Rührwerk-Kopfteil, sag ich mal. Da muss ich gerade wieder an dieses eine Armlänge Abstand denken. Für Corona. Jawohl, geil ey. Dann können wir endlich rühren. Dann können wir jetzt rühren. Ihr habt wahrscheinlich noch niemanden gesehen, der sich über ein Gerät zum Rühren freut. Aber ich tu's. Außerdem habe ich mir gedacht, ich mische es jetzt mal so an, wie man es anmischen soll. Und zwar soll man auf einen Sack 6,6 Liter Wasser machen. Ich habe ja dieses Ding hier, diesen Nächstbecher, mit dem ich am Anfang hier meinen Elektriker-Gips angerührt habe. Den hole ich mir jetzt. Ich habe mir hier einen Eimer mit Wasser geholt. Und dann fülle ich erstmal 6,6 Liter hier in die Bitte rein. Bin gespannt, was das für eine Konsistenz ist, wenn ich es genau nach diesen Vorgaben anrühre. Hier ist das Ding. Dann rein damit. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Sprühen überhaupt noch mal probieren soll. Oder ob ich es einfach werfen soll. So wie das letzte Mal. Und jetzt hier zum ersten Mal das Rührwerk. Das ist doch mal was anderes als die Wackelschraube. Jetzt mache ich noch schnell ein Bild für ein Thumbnail für dieses YouTube-Video. Also es ist ja jetzt wohl 100 mal flüssiger als das, was ich eingerührt habe. Also das, was ich nach Optik gemischt habe, meine ich. Vielleicht soll ich das mit dem Sprühen noch mal probieren. Ich gehe noch mal kurz zum Kompressor, mach den an. Mal gucken, wie es dann ist. Okay, also Kompressor habe ich jetzt noch mal angemacht. Habe mir hier von meinem Schweißdraht was geholt. Also ein Rest, ein Müll. Das ist wahrscheinlich so das Dünnste, was ich hier gerade zur Hand habe. Ja, hat funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gut, wünscht mir Glück. Also ob es jetzt in der Konsistenz funktioniert, gar keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Wir fangen ja am besten halt in der Ecke an, oder? Ich bin ja so gespannt. Ich denke wieder, es funktioniert überhaupt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie besser wäre als am letzten Mal. Vielleicht die allererste Sekunde. Es rutscht wieder einfach die Wand runter, wie ihr seht. Und ich habe jetzt gerade 8 Bar hier drauf. Ich glaube, was ich mache, ist, ich verstreiche das jetzt hier erstmal als Grundschicht. Also vielleicht täusche ich mich. Ich habe das Gefühl, es geht gerade besser mit mehr Druck. Also ich persönlich denke, dass das wieder zu flüssig ist zum Werfen hier. Ja, vielleicht ist auch dieser Putz, den ich habe, einfach kacke. Ich weiß nicht. Der steht ja überhaupt nicht so. Also so, hier zum Auftragen ist okay. Aber mehr auch echt nicht. Ich habe mir so ein YouTube-Video von der Fliesenleger angeguckt. Der erklärt immer Sachen ganz gut. Und der zieht es auch erst hier mit der Kelle glatt, bevor er dann mit dem Richtscheit rüber geht. Das ist echt kein Zustand mit diesem flüssigen. Das ist zu flüssig. Kompressor ist auch wieder aus. Das heißt, wir sind wirklich bei 8 Bar angekommen. Aber das hilft mir ja nichts, wenn es trotzdem nicht kleben bleibt. Und ich bin auch wirklich, ich habe es nochmal verglichen. Alles, was der macht, ich mache es genauso. Das ist Trauerspiel. Ich glaube, ich lasse es hier antrocknen dann gleich. Mach dann erst die Seite hier, leg das Kabel hier noch rein, geh dann hier nochmal rüber. Ich habe mir echt viele Tipps jetzt eingeholt und allein gehalten. Hallo, bevor Sie. Hallo, wie geht's? Bis dann. Danke für deinen Besuch. Das Kabel hier oben, was ich vergessen hatte, habe ich jetzt schon reingemacht. Gut, dass ich dran gedacht habe, sonst hätte ich es nochmal aufmachen müssen. Ja, passiert. Ich denke, dass das vielleicht jetzt hier tatsächlich eine Lösung ist. Hier seht ihr, das zieht eigentlich recht gut an. Hier sind schon so hellere Stellen. Da zieht es gut an. Ich bin jetzt hier eben schon mal im Richtschalt drüber gegangen. Also das ist jetzt nicht, dass hier jetzt irgendwo schon was zu dick wäre. Und dadurch, dass das jetzt halt der richtige Untergrund dann schön ist und ein bisschen rauer hier und das richtige Material, denke ich, dass das eigentlich hilfreich ist, zuträglich für mein Problem mit der Haftung. Das Ganze mache ich jetzt hier und dann mache ich mich hier in die Ecke, dass ich wenigstens die Seite gut kriege. Ich habe jetzt wirklich überall hier die erste Schicht drauf, der kompletten Wand. Und ich glaube, es ist jetzt tatsächlich der richtige Weg, so vorzugehen, wie ich es jetzt mache. Weil es scheint doch gut zu funktionieren. Also es zieht jetzt gut an hier. Bis es einigermaßen gut angezogen ist, kann ich dann hergehen, die restliche Schicht drauf machen, das kann ich dann auch wieder anwerfen. Dann kann ich es komplett abziehen. Einmal komplett aufgetragen jetzt. Jetzt gehe ich wieder her mit meiner Abziehlatte. Moin! Ein 2-Stunden-Trip zu Baumarkt und so später. Hier ist wieder ein Loch. Ist nämlich so rausgefallen. Hat nicht gehalten. Ich habe jetzt hier gerade mit meinen Fingern ein bisschen festgedrückt, dass wenigstens das hält. Das andere hier sieht aber richtig geil aus. Also da bin ich happy mit.
Das ist gut. Deswegen werde ich jetzt mir hier direkt wieder das nächste anrühren und mich dann nochmal hier an die Wand machen. Das ist eigentlich alles ziemlich gut angezogen, bis auf ein paar kleine Ecken. Ich denke, das hat eine ganz gute Konsistenz jetzt so. Man sieht auch schon diese Schattierung von hell zu dunkel. Dadurch, dass es jetzt noch leicht feucht ist, denke ich, ist eine gute Haftungsunterlage. Anrühren, drauf und schauen, wie es verhält, wenn es wieder so wird. Dann warte ich nochmal und mache es in einem ganz neuen Schritt. Aber ich denke, ich bin immer noch guter Dinge. Wie ihr seht, ich gebe nicht so schnell auf. Ich habe jetzt diesmal 5,5 Liter Wasser reingemacht. Also 1,1 Liter weniger, als man reintun soll. Aber es war ja, wie gesagt, zu dünnflüssig. Jetzt dickflüssiger. Einfach, ich brauche diese Haftung an der Wand, sonst geht's nicht. Kann ich wieder anfangen, das ganze Gedöns in die Wand zu schmeißen. Ich glaube, ich fange hier auf der Seite an. Wobei, eigentlich muss ich hier anfangen, weil es da schon am trockensten ist, weil ich da ja vorhin auch als erstes war. Wenn man es zu fest an die Wand wirft, dann fällt es wieder ab. Wenn man es nur so hinfallen lässt, dann hält es eigentlich ganz gut. Ich denke, das ist ungefähr die Konsistenz, die ich auch hier drüben rechts hatte, wo es ja gut geworden ist, direkt von Anfang an. Deswegen bin ich da wirklich zuversichtlich jetzt hier, dass das gut wird. Okay, also das sieht schon mal nicht schlecht aus, außer dass ich halt noch viel mehr auftragen muss. Also ich taste mich langsam, aber sicher nach vorne. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr Technik, bin aber halt immer noch sehr, sehr langsam. Ich habe jetzt schon überlegt, vielleicht habe ich ja gar nicht das richtige Material genommen. Vielleicht hätte ich ja nochmal was anderes sehen sollen. Aber ich habe ja, wie gesagt, mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, schon richtig, du kannst es nur halt noch nicht. Wenn ich mich halt zurückerinnere, wie das war, als wir das erste Mal drüben Feinputz aufgetragen haben, das war auch Horror. Da ging gar nichts. Und dann inzwischen, das kann ich richtig gut. Vielleicht ist es ja hier ganz genauso. Ich meine, das hier, das hat wahrscheinlich einen guten Winkel hier. Glänzt ja jetzt auch schon ganz schön. Wenn man das dann hier mit dem Schwamm wieder bearbeitet, soll das ja ganz schön werden. Und auch wenn man hier lang guckt, also es ist wirklich eine richtig geile Fläche. Also wesentlich besser als das letzte Mal mit der Seite. Dann mische ich mal den nächsten Eimer an. So, fast fertig geworden. Hatte jetzt keinen Bock, nochmal was für da anzurühren. Deswegen diese Ecke da oben mache ich dann mit dem Rest. Aber mit dem nächsten, da muss ja echt nicht mehr viel hin. Das ist ja irgendwie ein Millimeter. Alles andere ist ziemlich gut geworden. Ich bin ziemlich happy. Ich höre jetzt auch auf für heute. Es geht im Moment halt sehr langsam voran, weil ich es noch nie gemacht habe. Ist in Ordnung, nicht so schlimm. Aber ich freue mich, dass ich jetzt schon mal ein paar positive Ergebnisse habe. Habe ich jetzt schon einige Male gesagt, aber es ist einfach so. Das macht einfach keinen Spaß. Also sonst würde man am liebsten sagen, hey, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock auf den Kack. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wichtig ist jetzt noch eine Sache, bevor ich aufhöre, ist, ich mache jetzt noch hier meine Steckdosen sauber, weil das nämlich jetzt einfacher ist als später. Deswegen einfach kurz einmal mit dem Finger reingehen, sauber machen und dann reicht es schon. Und ihr seht, die sitzen wirklich, keine Ahnung, einen Millimeter oder so hinter dem Putz. Also es ist wirklich top. So habe ich mir das gedacht. Was ein bisschen schwierig ist, ist hier bei den Anschlüssen. Ich gehe da nachher nochmal her mit dem Schwamm hier wahrscheinlich. Und schaue nochmal, dass ich eine ordentliche Oberfläche hinbekomme. Das macht dann hier diese Sachen wie hier und so ziemlich weg. Hier hinten ist schon gut angetrocknet. Ich glaube, ich mache hier mal das Fenster zu jetzt noch, dass hier nicht so ein Durchzug ist. Dass es nicht zu schnell trocknet. Genau, nachnässen. Und jetzt bin ich auch echt so weit happy mit dem Ergebnis und bin bereit, weiterzumachen. Morgen, nächster Tag, ach, Sonntag, ja, nee, muss mal chillen, mal gucken, vielleicht eine Kleinigkeit. Wir werden sehen, aber eigentlich finde ich es eine ganz gute Stelle, jetzt hier das Video zu beenden. Und ich denke, das machen wir auch, weil in diesem Video ging es ja eigentlich um Spachteln, haben wir gemacht, deswegen reicht's ja. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und geht vielleicht an Wände verputzen mit einer anderen Einstellung dran als ich. So, ja, wird geil, wird super leicht, genau. Das kriegen wir alles hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde mich natürlich über ein Like und über ein Abo und die Glocke könnt ihr natürlich auch noch anmachen. Also bis dann. Tschüss.